und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft als Paletti. Dann geht's jetzt los. Wir sind am Warten auf das Eisen, auf den Sand, der da brät. Und auf die Nachgeburt der Tür, Scheiße. Das ist ja toll. Im Ernstfall crafte ich mir sogar eine neue Tür und schmeiße die in den Müll, aber jetzt laufe ich hier rum und hab nichts zu tun. La 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 la. Ich glaube, das allernächste, was ich tue, wird sein, dass ich eine Adventure Map, mache. Die spiele ich dann. Wird zwar ein paar Parts dauern, weil Bunnycam ja nur, wie ihr wisst, ganze 10 Minuten aufnimmt. Es ist natürlich ein technischer Fortschritt der Menschheit, ein Aufnahmeprogramm zu erstellen, das gerade mal 10 Minuten aufnimmt. Okay, eigentlich könnte es theoretisch auch noch länger aufnehmen. Nein, den Stein nehme ich nicht. So, den Stein nehme ich nicht. Ich nehme einen Pflasterstein. Aber ich bin ja nicht angemeldet. Oh, was? Du bist nicht angemeldet? Ja, ich bin nicht angemeldet. Endlich hast du es kapiert. Dann müssen wir auch so einen Splitsmerker von der Firma langsam. So, und das, was ich jetzt mache. Ich habe keinen Bock, da reinzufallen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ich will da jetzt drauf springen und was passiert, wenn ich das nicht treffe? Natürlich treffe ich das. Weil ich bin einfach Pro, ne? Nein, ich bin nicht Pro. So, jetzt mache ich so. Jo. 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 So. Ich bin ein bisschen ungeschickt. Ich bin noch nicht so trainiert in solchen Sachen, so mit Shift und so. Also vergebt mir, wenn ich mal irgendwas falsch mache, aber das ist mir egal, Hauptsache ich hab's fertig, das ist dann das Wichtigste. Wenn du dann vor deinem Werk stehst und es ist fertig, dann hast du ja was Tolles erreicht, ne? Und genau das ist auch so dein Gefühl dann, ich hab was erreicht. Es gibt bestimmt einige Leute, die haben in ihrem ganzen Leben noch gar nichts erreicht. Ich kenne ein paar davon, aber die will ich jetzt nicht nennen. Ja, diese Leute tun mir dann auch eben ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, stell mal vor, du hast in deinem ganzen... Nein! Du hast in deinem ganzen Leben noch nichts erreicht. Ja, das Größte, was ich erreicht habe... Das war die zweite Klasse. Ich bin ja in der ersten Klasse ein bisschen länger geblieben. Einfach nur, weil es mir da so toll gefallen hat. Warum sollte ich sonst so lange in der ersten Klasse geblieben sein? Ich verrate mir doch mal eben einer, das ergibt ja gar keinen Grund, dass ich einfach mal so oft in der ersten Klasse sitzen bleibe. Ach, das gibt's doch nur im Märchen. Was erzählst du denn da? Ja, sowas gibt's nicht nur im Märchen, aber das wollte ich nur mal klarstellen. So, jetzt baue ich hier erstmal zu und natürlich auch einen kleinen Kranz darum, dass man da auch ja nicht mehr runterfallen kann. Dann mache ich den mal zwei hoch, den Kranz. So, hier ist ja wieder unnötig ein Glas hingefallen. Das ist von da oben so runtergepurzelt. Das habe ich nicht da so aus Dummheit hingestellt, müsst ihr wissen. Wollte ich doch nicht. Ich mache sowas nicht. Ich bin da sehr kompetent, was das angeht. Jetzt habe ich noch drei Glas. So. So. Schwupp. Ja. Ja. So, dann mache ich mal eben so. So. So gut, dass ich den Stein noch habe, denn jetzt mache ich folgendes. Blub, blub, blub und als nächstes blub.
Sieht zwar nicht so toll. Boah, da du, dieses hier wird alles nochmal abgetragen, ganz klar. Kommt man hier auch hoch. So, jetzt ist man hier unten. Ja, nee, da fehlt ja immer noch eine Leiter. Mein Gott, das ist so. Guck, nur mal der Beweis, dass es funktioniert. Ich sollte da mal Fackeln anbringen, das wäre auch nicht schlecht. Ah ja, das wollte ich letztes Mal. Letztes Mal hatte ich ja vergessen, was ich wollte. So, dann boy. So, ich könnte es auch mal stumpf alles ein tiefer bauen, aber das wäre ja ziemlich unprofessionell. Und das, so, ich will ja nicht unprofessionell aussehen. Ja, das, dieses, dass ich das jetzt gesagt habe, war etwas zu spät. So, die Fackeln habe ich natürlich da, aber ich will die anderen Fackeln haben. Pilze und Pfeil. Ich glaube, Und guten Morgen, ich bin wach. Irgendwie sieht das aus wie so ein Spielbaukasten. Ich habe so einen kleinen Cousin, der hat auch so ein Teil. So ein Spielbaukasten. Und der sieht genau so aus. Genau so. Okay, Minecraft ist ja auch nichts anderes als ein Spielbaukasten. Aber was willst du auch anderes erwarten? Eigentlich könnte ich ja mal direkt einen Link einfügen, wo ihr euch Minecraft kaufen könnt. Ach Quatsch, mache ich erstmal direkt. Mache ich direkt so. Ich mache erstmal hier rum. Direkt ein tiefer alles. Dann, das macht dann die Welt etwas gelassener. Dann kannst du da auch, da kommt man auch besser runter und hoch. So, hier sind wir. So, ich habe das Gefühl, hier ist noch gut Licht, aber wir machen da Licht, da nochmal Licht. So, hier könnten wir eine Kiste hinlassen und da könnten wir eine Kiste hinlassen. Ich glaube, das, was ich jetzt auch mal kurz mache, ist, ich ersetze mal eben den Boden hier durch Cobblestone. So, und jetzt achten, so, jetzt kommt da das Wasser rein. So, jetzt nicht mehr, jetzt habe ich das zugebaut. Schwer zu sehen, ne, dass ich das jetzt zugebaut habe. Dass ich immer alles nochmal kommentieren muss, was ich sage. Gibt ja auch auf, so auf Facebook solche Typen, die schreiben. Die schreiben zum Beispiel so: So, ja, Leute, jetzt esse ich einen Joghurt. Joghurt essen. Ah, jetzt kommt das von mir so ein Scheißgravier runter. Ja, die sagen dann zum Beispiel so: Ja, ich esse jetzt einen Joghurt. So, jetzt habe ich den Joghurt gegessen und jetzt gehe ich pennen. Ich frage mich immer, was als nächstes kommt. Jetzt gehe ich mal eben aufs Klo und muss erstmal voll ein abseilen. Ich frage mich, wann der Erste sowas schreibt. Das fände ich ziemlich lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach ja, aber was ich eh immer noch am coolsten finde, sind so inkompetente Busfahrer. Die sitzen so, die machen auch gleich wieder gute Laune. Muss man mal ganz ehrlich sagen, solche so inkompetente Busfahrer, die haben es ja echt drauf, muss man sagen. Ne? Die haben ja echt, die haben echt voll den Groove, Alter. Zum Beispiel letztens, ich fahre ja auch immer mit Schulbus. Das war gewollt. Ich fahre ja auch immer mit Schulbus. Wo ist jetzt die Fackel? Habe ich die eingesetzt? Ja, habe ich wahrscheinlich. So, ja, jetzt komme ich wieder zurück. Ich fahre ja immer mit Schulbus. Da hatten wir mal so einen Busfahrer. Ich sage jetzt nicht, ob das ein Busfahrer ist oder eine Busfahrerin. Das war einfach nur ein Busfahrer. Oder eine Busfahrerin, das könnt ihr euch beides, könnt ihr euch aussuchen. So. Die hält, um ein paar Leute rauszulassen. Und kriegt die Tür nicht wieder. Das ist ja so geil, erstmal so rummeckern. Erstmal so rummeckern. Ihr lasst die Füße nicht auf der anderen sitzen hochlegen. Oh.